Also wir sind seit 1993 hier in Neuwerder. Das war ein relativ verfallener Hof. Dieses Haus vor allen Dingen, dieses Atelierhaus, war vollkommen runtergekommen. Und wir mussten das letztendlich auch abreißen und wieder neu aufbauen. Ich arbeite hier also seit 1993 und seit 2000 mache ich hier Ausstellungen. Das sind jetzt ja 20 Jahre. Ich hatte eine Galeristin in Berlin, die die erste Ausstellung hier vor Ort konzipiert hat mit Künstlern ihrer Galerie. Und das hatte aber auch einen so großen Erfolg, weil halt eben wirklich sehr viele Leute aus der Umgebung, die Kunst interessiert sind, hier vorbeigekommen sind, dass ich dann auf die Idee kam, das einfach auch zu professionalisieren und das auch regelmäßig zu machen. Diese Ausstellungen waren früher immer mit befreundeten Künstlern, haben hier auf dem Hof stattgefunden, hier im Atelier, in der Scheune und im Garten. Und wir haben dann auch die Dorfbewohner hier eingeladen und aus dem Dorf kam dann die Idee, Mensch, das ist so eine tolle Aktion, wir können hier Kunst auf dem Land genießen. Das wäre doch schon toll, wenn wir sowas auch bei uns irgendwo machen könnten. Und zwar, wir haben doch auch diese tollen Ställe und die Wiesen und Weiden, wir würden gerne uns beteiligen und auch davon partizipieren. Und so ist eigentlich auch die Idee entstanden, hier eine große Ausstellung im ganzen Dorf zu machen, nämlich die Biennale Landschaft Kunst, die jetzt seit 17 Jahren im Grunde genommen hier im Dorf regelmäßig stattfindet. Das betrifft vor allem die allgemeine Kunst wie Malerei, Skulptur, aber es ist auch Installation, Film, Video, eigentlich die ganze Bandbreite der modernen zeitgenössischen Kunst versuche ich erstmal hier, aber vor allen Dingen dann bei der Landschaft Kunst im ganzen Dorf darzustellen. Und in diesem Zusammenspiel mit Landschaft, Natur und Dorf und Dorfbewohnern ist das einfach ein einmaliges Zusammenspiel, was es eigentlich so weit, ich kenne es nirgendwo anders so in dem Umfang und in dem Ausmaß. Im Rhythmus dann dazwischen stelle ich halt eben immer noch nach wie vor meine kleine Heimausstellung hier zusammen, und zwar stellen dann befreundete Künstler hier aus, die hier eine Möglichkeit bekommen, auf dem Land ihre Werke zu präsentieren, und das wird auch rundherum sehr, sehr gut angenommen, auch von den Leuten hier. Also es ist einmal kleiner, klein und fein, aber es hat einfach auch irgendwo eine Dimension im Grunde genommen, dass es sich lohnt, hier auch rauszukommen und sich das anzugucken. Zu den großen Ausstellungen kommen eigentlich in der Regel an drei Wochenenden. 2000, 3000 aus Berlin, Hamburg auch sehr viele, Havelländer kommen auch sehr viele. Die laden dann auch wieder ihre Freunde ein, die kommen ein Wochenende, das nächste Wochenende kommen sie dann mit ganz vielen Freunden und so kommen auch Übernachtungen natürlich. So mancher hat dann auch hier festgesiedelt danach, nachdem er hier vor Ort war, und das spricht sich halt eben immer mehr rum. Wir sehen tolle Kunst, die wir normalerweise nur in Berlin, in Museen oder in Galerien sehen können, und kommen mit den Künstlern ins Gespräch und sehen dabei aber auch noch tolle Gärten und tolle Höfe. Dieses Jahr ist eigentlich eine Themenausstellung hier vor Ort, und zwar zum Thema Idylle. Diese Ausstellung wurde auch mit kuratiert und zusammengestellt von meinen beiden Freunden aus Berlin, den Kulturjournalisten Peter Liebers und Jürgen Liebing, die dazu das auch mit gesponsert haben und die ihre Kunstfreunde, die sie auch sammeln, oder Künstlerfreunde, hier gerne präsentieren wollten. Der besondere Reiz, hierher zu kommen, ist natürlich schon, dass das hier so ungewöhnliche Orte sind, wo man wirklich nicht mit Kunst rechnet. Also dieser Überraschungseffekt, den man hier hat, das merke ich ja auch an Besuchern, wenn die kommen, die sehen also erstmal die Landschaft und darin dann die Kunst und sind dann im Grunde genommen so überrascht und fasziniert davon. Und auch für mich selbst, wenn ich komme und auch die anderen Kunstwerke jetzt hier sehe, ich gehe da so selbst dann überrascht und freudig durch die Ausstellungsräume. Hier sind wir in unserer Scheune, und zwar, weil wir hier nebenbei auch eine Landwirtschaft betreiben. Das heißt ich nicht, aber meine Familie, und hier wird sonst Heu gelagert und stehen kleinere Maschinen. Das heißt, das ist natürlich auch wie für alle anderen Dorfbewohner, auch für uns, irgendwie ein ziemlich großer Aufwand, das alles hier frei zu machen. Manchmal werden die Wände, wie im Moment auch, nochmal neu getüncht. Hier haben wir wirklich einen landwirtschaftlichen Raum, wo es viele davon gibt hier im Dorf,
wo die Ausstellungen dann auch stattfinden. Und jeder Raum hat einfach seine ganz besondere Atmosphäre. Das ist auch immer wieder überraschend, wie unterschiedlich die Arbeiten hier ja, sich verändern. Und es ist auch für die Künstler spannend, mal an so einem Ort auszustellen, wo sie sich ja auch behaupten müssen mit ihren Werken, weil halt eben ein Gebälk da ist oder eine rohe Wand. Und ja, ich finde, das ist sehr gut gelungen. Ein gutes Zusammenspiel. Wir hatten eine wunderbare Eröffnung, sehr gute, tolle, klassische Musik. Und in den heutigen Zeiten war das natürlich auch, glaube ich, für alle ein ganz besonderes Erlebnis.